Den sieht man auch nicht, Steffen. Man sieht nur einen wunderschönen Stern. One night in a dark and gloomy city, as a lone wolf in the world of internet broadcasting, I'm on the trail of a horror story. I'm someone who boldly ventures into dark and mysterious places to attract views to my channel. But this time, things seem scarier than usual. I heard rumors about scary stuff happening in an apartment building. People had to leave the area because of it. Residents speak of weird noises, shadows, and even ghosts there. As someone who loves horror, this got me interested, so I decided to check it out. Ich bin mir gerade nicht sicher, warum wir geflüstert haben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich auch wirklich essen sollte, während ich das Spiel spiele. Oh Gott. Stopp, Chat. Wir müssen. Controls. Kann ich. Ich. Keybindings? Nee. Ich würde ganz gerne. Die Mausgeschwindigkeit? Nein? Okay, check. Also müssen wir es anders angehen. Wir müssen. Okay, weiter runter geht nicht. Wir schaffen das schon. Okay, also wir sind ein Content Creator. Warum ist der? Was ist der mit der Grafik los? Oh Gott, ist das langsam. Warte. Wenn ich jetzt auf 30 mache. Jetzt geht's. Also wir sind Content Creator, das haben wir jetzt festgestellt. Und wir machen für Klicks fast alles. Ich kann zoomen mit rechter Maustaste. Gehe zu der Wohnung am Ende der Straße und betrete Wohnung Nummer 10. Das ist bestimmt das grün leuchtende Haus hier, oder? Also würde ich jetzt mal meinen. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich Horror spiele, muss ich entweder ständig Pipi oder ich habe Hunger. Die Nachbarn haben wieder ihren ganzen Sperrmüll draußen irgendwo gestellt. Wie deutsch willst du sein? Und die Mülltonnen stehen nicht draußen. Das ist schlecht. Die Nachbarn haben kein WD-40 mehr, um ihre. Doch, ich kann sprinten. Das ist schlecht. Das ist ja schlecht. Eigentlich müsste ich ja jetzt mit dem imaginären Chat noch reden, der da ja. Also. Oder nehme ich das einfach nur auf? Bin ich Livestreamer oder bin ich einfach nur. Ich habe Y gedrückt. Achso, jetzt. Fange ich schon mal die Pusche-Schreitliste zu führen. Werd nicht schreien. Der Nachbarschund bellt auch schon wieder. Wird alles aufgeschrieben. Also bestimmt das flackernde Etwas hier, oder? Jetzt fängt es ja noch an zu regnen. Bringt das Klicks? Würdet ihr sowas anklicken? Nee. Was spiele ich hier? Das ist jetzt Haus Nummer 10. Aha. Aha.
Ich glaube, es ist wirklich keine gute Idee, dabei zu essen. Aber nun. Dear Publisher, it's a wonderful game. I love to play this game. Have a nice day or a nice week or a nice evening. Es geht nur 45 Minuten, Chat, das schaffen wir. Ich sollte halt obviously wirklich nicht essen, ansonsten spucke ich gleich meinen ganzen Monitor voll. Also komme ich hier nicht. Ich mag es überhaupt nicht, in Horror-Games irgendwo in so einem dunklen... Super, die haben auch alle andere Sounds. Aha, der Nachbar hat wieder geraucht. So ein Ferkel. Wir müssen uns die Hausverwaltung mitteilen. Was redet sie da? Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen nervös. Ich mag es nicht, in Horror-Games irgendwie in so eine Dunkelheit reinzugehen. Um nicht zu wissen, was passiert. Ich bin nachtblind, Chat. Hallo? Hildegard. 10. Kommen wir hier auch irgendwo rein? Ich bin seit 9 Minuten. Also runter kamen wir jetzt nicht. Wir müssen hoch. Hallo? Okay, hoch gehen wir. Ah. Kann ich mich hinsetzen? Okay, scheiße, ich kann crouchen. Wir haben Schlüssel gefunden. Und jetzt? Habe ich ein Inventar? No documents found. No documents, Chat. Wir haben keine Dokumente. Habe ich hier irgendwo? Nö. Ich stand da gerade irgendwie eine Nummer? Schätzkeks. Wieso ist denn das Licht schon wieder aus? Oh, diese Bewegungssensoren hier, ne? Wollen wir einfach im Treppenhaus bleiben, Chat? Ich finde das hier viel schöner. Also hier ist auch so hell. Kein Strom. Aha. Sag doch ziehen. Okay. Entschuldigung. Ich bin hier für Klicks. Das ist ganz blöd, Chat. Warum ist denn da so ein... Was ist das für ein Licht? Toll, jetzt das Licht da drin kaputt gegangen. Scheint, jetzt können wir da nicht hin. Ich habe keine Ahnung. Also ich frage halt für ein Schulprojekt, aber warum laufen wir hier so feuchtfröhlich durch ein... Ich
Stelle deine Tasche ins Wohnzimmer und nimm deine Sachen. Gut. Wo kann ich meine Sachen denn hinstellen? Und wie stelle ich meine Sachen hin? Aha. Platziere den Bewegungssensor vor dem Haupteingang. Ist ja wie Phasmo. Hallo? Nutze das EMF-Lesegerät, um eine Anomalie der Stufe 5 zu erkennen. Okay. Das heißt, wir haben das schon mal gespielt, ne? Wir wissen, wie Phasmophobia geht, wir wissen das. Gute Nacht, Dörnchen. Schlaf schön. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Ey, das ist voll nicht lustig. Mach das Licht wieder an. Chat! Ich sehe da nichts. Ich muss eine Stufe 5 Anomalie feststellen, aber ich habe hier nirgendwo ein EMF5. Es ist nur 4, Chat. Gib mir ein Zeichen, wo bist du? Da kann ich aber auch nicht rein. Also der geht halt auch nicht weiter, obviously, ne? Hier waren wir noch nicht, in der Küche. Ist das so ein Lost Place? Oh, guck mal, das Brot. Ja, nö. Kühlschrank lassen wir mal auf, für den Fall der Fälle, dass wir uns verstecken müssen. Ach, du ahnst es nicht. Ich kann die Schränke noch aufmachen. Was ist das? Lustig Spiel. Okay, ich krieg halt obviously kein EMF5. Bist du? Gib mir ein Zeichen. Zeige dich. Also nee, zeig dich vielleicht nicht, weil ich habe keine Ahnung, mit was ich hier gerade zu tun habe. Ja, hier. Aber hier geht der halt nicht weit rein, weil das Licht kaputt ist. Beim Bett habe ich tatsächlich EMF5 gehabt. Also diese Türen sehen halt auch merkwürdig aus. Ich sage, wie ist es? Ich würde da nicht freiwillig wohnen.
bin nun bei Frozen 2. Nee, bei Phasmo. Also, obviously haben wir hier EMF 4, ja doch 4. Kann ich das auch irgendwie wegschmeißen? Nee. Also hier wird es halt wieder schwächer. Entschuldigung. Und hier sehe ich es nicht, weil das Licht so grell ist. Ich muss das Piepen gleich auf meinem Ohr leiser stellen. Das könnt ihr vergessen, ich gehe doch nicht in den Raum rein. Das ist doch safe eine Falle, Chat. Also wenn ich da jetzt reingehe, ne? Dann beginnt der Horror bestimmt. Ich mal den Affen. Nö. Chat, ich will da nicht rein. Die Musik ist zu Ende. Nee, doch nicht. Der Raum war vorher nicht da, oder? Also warum sollte obviously ein Raum mit Brettern zugenäht? Und ich weiß nicht, ob das ist ein... ist das eine Matratze? Also es ist halt nie ein gutes Zeichen. Ich sag euch, wie ist. Ich fühle mich gestärkt, Chat. Führe hier das Beschwörungsritual durch. Nee. Kann ich das Piepse-Ding außer Hand legen? Chat, ich will nicht. Was habe ich mich da nur eingelassen? Willst du unser Spiel spielen? Ja, sehr gerne. Bisschen nervös, Chat, ich sag wie ist. Ich muss um 0 Uhr ins Bett. Ich muss halt alles einzeln aus der Tasche rausholen, ne? Tut mir leid. Ja, ist ja okay, ich beeile mich. Weil wenn wir das Beschwörungsritual da jetzt durchführen, ne? Habt ihr euch den Rückweg gemerkt? Ich frage für ein Schulprojekt. Da habe ich jetzt die Bibel in der Hand. Es kommt auch auf YouTube, Steffen. Oh, Schöpfer der Himmel und der Erde, Herr der heiligen Wesen und ich sag das jetzt nicht laut, ich schlaf hier alleine. Wir müssen mitlesen. Was ist das Licht ausgegangen? Ich würde es halt nicht machen, ne? Ich sag, wie es ist. Spreche ich so komisch? Wir öffnen unsere Schuhe zu deinem Love, erlauben uns zu befüllen mit divine wisdom. Mit den Worten, die du in der Schuhe touchst, wir dedicate unsere Schuhe und Bodies zu deinem Spirit.
geht nur um Klicks. Ja, das ist dunkel. Okay, wir sind in einer Kirche. Ich benehmt euch jetzt bitte. Werden wir jetzt exorziert? Also es hat sich gerade halt obviously so angehört, als ob wir den Exorzismus durchführen müssten bei uns selber. Ich sag, wie ist. Aus links Treppe runter. Ich würde gerne wieder rein, Steffen. Jetzt nicht wissen, ob die einen Geschlechtsteil haben. Ist ein schönes Spiel. Können wir gehen? Ich sehe nichts. Was muss ich denn jetzt machen? Chat? Ich möchte nach Hause. Wenn diese Musik so aussetzt, ne? Also, wenn ich nicht atmen, geht nicht. Aber heißt cursed nicht, ist doch gereinigt, oder? Okay, Chat, gehen wir wieder? Oder? Ich glaube, wir gehen wieder. Wo ist der Content Creator? Ich weiß doch nicht, wo der hin will. Ich dachte eigentlich, wir machen das so für Klicks, so. Also ein bisschen, ne? Ein bisschen spooky, mooky, keine Ahnung. Habe ich hier irgendwie ein... Was muss ich tun? Beutel? Inventar? No Documents found. Also ich gehe mal davon aus, wir sind fertig. Aber ich habe halt meine Sachen nicht eingepackt, ne? Chat, wir können gehen, wir sind fertig. Komme ich auch nicht runter. Oder? Es regnet ein wenig dolle. Also wir waren ja theoretisch fertig. Wir haben da jetzt einfach unser... Ich renne nicht mehr. Oh Gott, ich habe eine Ausdauer. Wir gehen jetzt nach Hause, Chat. Wir machen uns jetzt eine schöne Tasse warmen Kakao mit Marshmallows drin. Wir sind jetzt hier fertig. Wir haben genug, also für unsere Klicks perfekt. Ne, das ist wunderbar. Die Kirche war sehr malerisch.
Das ist rot, hat alles noch so ein bisschen hervorgehoben. Kann nicht gehen. Hallo? Entschuldigung? Sir? Ma'am? Nein? Also waren wir da doch noch nicht fertig, aber wir haben doch... Es ist ja exorziert, ist ja cursed, also ist ja gebrochen, so... Wir haben halt echt Ausdauer, ne? Also, wir haben aber keine Ausdaueranzeige, das ist ein bisschen blöd. Dios mio, wer hat mir denn geschrieben, ey? Oh, mein Herz. Ist mir gerade ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil meine Fitbit vibriert hat, weil ich eine Nachricht bekommen habe. Schon wieder. Ist wichtig, Chat, wartet kurz. So. Was ist hier, Kraken? Nee. Die Kraken brauchen wir nicht sagen, wenn sie ins Bett geht. Das höre ich ja, wenn sie ein Modkiller ist. Ich will halt da nicht nochmal rein. Von da sind wir doch gerade gekommen. Leider nein. Außerdem ist Kraken noch nicht im Bett. Ich sprinte jetzt hoch, ne? Jetzt sind wir mutig. Jetzt sind wir richtig mutig. Bis wir wieder oben sind und dann scheißen wir uns wieder in die Buchs. Und ihr auch. Ich weiß das. Aber was hätte ich denn da jetzt noch machen sollen? Ja gut, vielleicht die Klamotten dann wieder einpacken und abdampfen, aber weiß ich nicht. Möb. Kann ich das irgendwie... Aber ich kann es auch nicht einsammeln, ne? Ich habe jetzt aber auch nichts, was irgendwie... Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Chat. Ich schwöre bei Gott, ich schlafe heute mit Festtagsbeleuchtung da drüben. Also die Dame stand da eben noch nicht. Das Problem ist, ihr habt schon gesehen, wo die hingelaufen ist gerade, oder? Hände! Meine Nachbarn müssen auch denken, Alter, die Nachbarin, die dreht jetzt gerade an der Knöpfe, ne? Ich möchte jetzt gerne meine Tasche nehmen und gehen. Ganz allein. Jana, nicht klar. War schon die Dame gerade gesehen, oder? Dass die in unsere Richtung gerannt kam, ist dir auch bewusst. Und ich glaube nicht, dass das Nachbarschaftswache war.
was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt auch runter? Gehe ich ihr entgegen? Ja gut, wir sind Content Creator, Chat, wir müssen es machen. Ich habe hier sonst nichts anderes. Was sagst du, Äffchen? Ich gehe da nicht runter. Wir wohnen jetzt hier, Chat. Dame? Da! Da stand eine Dame. Denke ich. Also ich gehe mal davon aus, dass es eine Dame war. Wir machen einfach Tür zu. Wird ja schon irgendwann hier hochkommen, gell? Chat, ich muss pipi. Scheiße. Ich will da jetzt nicht runtergehen, weil die steht doch da hundertprozentig. Warum will denn das Spiel unbedingt, dass ich da runtergehe? Kann ich nicht meinen Scheiß einfach hier einpacken und dann... Tschüss. War schön. Also exorziert haben wir. Lange spiele ich das schon? Okay, eigentlich müsste es nur noch 50... Ich hab... Die scheiß mir in die Hose. Steffen, du gehst ans Telefon. Du bist noch in der Stube. Ich muss das Game leiser machen. Es tut mir schrecklich leid. Also auf meinen Kopf. Ich muss. Chat! Liege schon im Bett. Ich weiß schon. Ich wusste nicht, dass... Ich habe mir nichts davon angeguckt, Kragen. Okay, Chat, wir machen die Augen zu und drehen uns um. Das ist das, was ich meine, so die Atmosphäre bei solchen Games. Ich hab Angst, Chat. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt machen muss. Das ist so ein bisschen... Verlasse die Wohnung. Da kommt gleich was. Chat! Okay, pass auf. Ich zähle bis drei und wir drehen uns um, ja? Eins. Ich guck weg. Ihr auch, ja? Zwei. Drei. Ich muss schnell Pipi machen, ansonsten geht gleich echt was in die Hose. Ich sag euch, wie es ist, ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit die Bildschirmaufnahme an, ist egal. Ist ganz schnell Pipi. Sonst beim nächsten Jumpscare war's das. Bin gleich wieder da. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich das Game zu Ende spielen kann. Ich bin eben gerade schon auf ganz leisen Fuß. Wir gucken mal. Das ist nicht gut, Chat. Da kommt gleich ein Jumpscare. Wie ist denn das Wetter eigentlich heute so bei euch, Chat? Ich habe keine Ahnung, Steffen. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid.
Steffen, braucht man deine Hand? Ist es vorbei? Habe ich es geschafft? Ist das Spiel zu Ende? Ich muss immer noch die Wohnung verlassen, gell? Können wir nicht einfach vom Balkon springen oder so? War das schon immer so? Nee, ne? Okay, da komme ich aber auch nicht durch. Bündelfeuer bei Puschel. Ich war gerade Pipi machen. Also da ist eigentlich nichts voll. Kann ich das nicht anziehen oder so? Dass du Horrorgames gucken kannst, Steffen, ne? Das ist echt verwunderlich. Wieso kann ich denn jetzt hier das Licht wieder anmachen? Also warum kann ich das überhaupt? Und warum hängt hier sowas Komisches? Hast du eine Windel eingezogen? Machst du immer bei solchen Games? Das stimmt doch gar nicht. Sweet Home Alabama. Ich hab's halt ultra leise gestellt auf meinen Kopfhörern, ne? Ich hätte das Problem ist. Lustige Spiele. Findest du es lustig? Echt? Klo? Okay, ja, klar. Wir greifen jetzt ins Klo, sterben und das ist der Schlüssel. Ich habe das Rätsel gelöst. Das war jetzt auch richtig kompliziert. Ich sag, wie ist. Warum müssen wir so einen Scheiß endlich immer machen? Alles für die Klicks. Oh, wow. Voll jetzt der Spiegel kaputt. Sieht mir auch schlechten. Toll, wir haben Schlüssel. Seit ich Seven Days to Die und Co. spiele, sind die lustig für mich. Wir haben einen verschwommenen Schlüssel aus einem Schädel aus dem Klo-Chat. Ich. Okay. Wir gehen einfach. Wofür ist denn der Schlüssel sonst? Hallo? Ich will ja aus dem Haus raus und nicht noch irgendwelche Dinge aufmachen.
Warum kriege ich jetzt eine Taschenlampe? Ich muss gestehen, bei 7 Days to Die habe ich tatsächlich keine Angst, so wirklich. Ich will nicht. Ich will wirklich nicht. Das Problem ist, ich habe halt nur bis Mitternacht Zeit, Chat. Also sonst wird es nur ein letzter Test. Ich muss morgen halt wieder früh aufstehen. Die Medikamente. Wieso geht's nicht da hinten auf diesen, auf das, ich gehe da nicht drauf ein. Angst nur, weil manche Zombies erschrecken. Aber manche Zombies erschrecken einen schon, wenn sie dir auf den Kopf fallen. Verständlich. Kann ich mich hier drunter verstecken? Ich bin jetzt ein bisschen ratsam tatsächlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe ja, kannst du mir Bescheid sagen, wenn wir es 24, also wenn wir jetzt 24 Uhr haben, wenn wir es Mitternacht haben? Aber was mache ich denn jetzt hier drin? Also jetzt bin ich in dem Raum drin, obviously, und der guckt nach da. 7 Minuten noch, check. Das Problem ist, ich habe zwar das Kopfwackeln ausgestellt, aber ich kriege trotzdem Motion Sickness. Das ist echt nicht gut gerade. Noch ein Jumpscare kann ich jetzt definitiv nicht gebrauchen. Ist verschlossen. Ja, bei mir ist tatsächlich immer das Problem, also wenn sich die Entwickler auch angucken auf YouTube, ne? Ich kann leider nicht so gut Englisch. Das Problem ist, ich kriege relativ schnell Motion Sickness, gerade bei solchen Games. Ah, es ist ein schönes Game. Telefon, es klingelt. Ja, geh doch mal ran, Papst. Was hältst du denn davon, Geh vor, Schnucki, ist gar kein Problem. Ich warte hier so lange. Es ist aber auch böse, das Spiel, ey. Kein Ding mache ich, das war mir klar. Steffen ist für dich. Ja. Gut, ne?
Das Kerl, also stört er für dich. Hey. Ich hab eine Gardine in der Fresse. Oh, 5 Minuten noch, da muss ich leider ins Bett. Tut mir schrecklich. Also es tut mir wirklich leid. Ich würde es gerne weiterspielen. Aber. Ich muss halt. Ich habe morgen halt blöderweise um 8 einen Termin. Es ist. Warum ist hier die Tür zu? Bin ich jetzt raus? Nein, ich gehe da nicht rein. Geh da nicht rein, Chat. Geht ihr doch rein. Ich muss nicht auf Toilette. Ich kann auch vom Balkon pinkeln. Ist gar kein Problem. Was mach. Ich will, aber... Mann, und warum habe ich eigentlich so einen fiesen Chat? Papst wollte doch. Papst! Okay, ich krieg die Tür nicht auf, Chat. Ich will nicht. Mach ja schon. Ich krieg die Tür nicht auf. Wir waren mal nett, dann sind wir zu dir. Go away. Ich will ja gehen. Es geht ja nicht. Oh Gott. Wir haben ein Problem. I see you. Ich will ja gehen, aber hier ist zu. Chat. Okay, also ich kann schon mal eine Review geben. You are not welcome here. Ich will ja gehen, aber du machst ja die Tür zu. This is your last warning. Die Tür ist doch zu, ich kann noch nichts machen. Chat, wie spät haben wir es? They are watching. Wieso they? Uhr. Hat dich. Das könnte es dumm. Wieso? Das Problem ist, ich kriege halt extreme Motion Sickness. Chat. Und das ist fucking gruselig. Okay, da gucke ich jetzt nicht rein. Ich warne nicht. Weil trotzdem ich dieses Kopf... Was ist passiert? Da stand nur Lauf.
frag mich sowas. Was denn? Was soll ich nicht sagen? Oh. Das sieht nach einem Arm aus. Sammeln. Schlüssel. Ich finde es tatsächlich auch sehr schade, aber ich habe da auch jemandem was versprochen. Warum habe ich jetzt so eine komische Sicht? Und ich muss tatsächlich morgen wirklich um 7.30 Uhr aufstehen. Achso, das Boot lag da schon immer, ne? Eine Quest angenommen fürs DLC, aber er kennt das DLC nicht und sagt, ich streame Diablo 4 und nicht das DLC. Hä? Okay, wie useless? Ich um 5. Ja, ich habe irgendwie morgen so ein komisches Jobinterview, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das soll. Ich hoffe, das ist irgendwie etwas. Du bist nicht allein in diesem Haus, die Frau. Du suchst nach ihr, oder? Wenn du sie finden willst, hör genau zu. Hast du nicht ihre Schreie gehört? Sie hallen hinter den Wänden wieder. Ihr Blut schmückt immer noch die Wände. Ich habe sie dort mit meinen eigenen Händen platziert, direkt vor deinen Augen, wo wir alle unsere Geheimnisse verstecken. Versteck dich weiter, aber denk daran, jede Wand hat ein Geheimnis. Nimm den Hammer mit. Achso. Ich um 5. Also, ich... Habt ihr das gerade gesehen? Da hat jemand so um die Ecke gelurkt. Okay, also wir sollten jetzt definitiv... Ey! Ich muss halt morgen früh raus. Das ist halt echt ein bisschen... Also es ist auf jeden Fall... Also, wer das unbedingt spielen möchte, ich kann es empfehlen auf jeden Fall. Das sei mal dazu gesagt. Es ist auf jeden Fall, also man hat, ihr habt es ja gerade gesehen, ne? Man hat ein paar Jumpscares und es kostet auch, glaube ich, nur 3 Euro noch was. Also knapp 4 Euro oder so. Es ist, ja, ich muss jetzt gleich erstmal, weiß ich nicht, Baldrian-Tee trinken oder so. Das war gerade ein bisschen zu viel.